Von Mai 2006 bis Februar 2010 führte ich in meinem Zentrum Kamala 34 Demo-Wochenenden durch, also etwa einmal pro Monat. Samstags und Sonntags schauten 20 bis 50 Menschen zu, wie ich kostenlos und spontan Profiling-Sessions durchführte. Ich demonstrierte, wie Probleme, aber auch Krankheitshintergründe in den inneren Bildern der Psyche verankert sind und wie man sie verändert. In dieser Serie zeige ich 50 von 120 Videos als Dokumentation des Arbeitsstils eines Energetic Profilers vor 15 Jahren. Viel Spaß! Formulier nochmal vielleicht ein paar Worten, dein Thema und dein Thema. Aber ich habe vor Jahren mich auf mehreren Feierlichkeiten umgekehrt. Es war nicht nachweisbar, warum. Ich bin nur ziemlich am Anfang auf eine Feierlichkeit. Ich bin öfters ins Krankenhaus sofort gekommen. Also richtig mit Drama und die Leute haben. Ja. Und man hat mich auch gleich umlassen. Also sofort auf dem EKG schon im Krankenwagen nichts gesehen. Dann ging wieder nach Hause. Es ging wieder gut. Und ich habe auch wirklich Angst, irgendwo überhaupt hinzugehen. Und bis jetzt ist es, bis auf eine Ausnahme, immer nur auf Feierlichkeiten passiert. Gut, dann legt sich die Position, die sich gut anfühlt, und rückt dich zurecht, sodass du wirklich bequem da liegst. Und auch wacher und aufmerksamer als das Wissen, das ist loslassen, Kalender erfüllen. Eine Stelle von der Treppe vor, die nach unten führt, die vielleicht vor der Erde auftaucht oder die du dir ausmalst in deiner Vorstellung. Und du gehst Stufe für Stufe diese Treppe hinunter. Und wenn du schon angekommen bist, ist dort ein Gang, lange Türen. Und wenn du bist, dann zeig einfach mal Bescheid, was du meinst, was da ist. Guck mal, ob du vielleicht irgendwo einen Lichtschalter findest, so links an der Wand. Den einschaltest oder stell ihn dir vor und schalte ihn ein. Das ist wieder ein langer Gang, links und rechts Tür. Ja. Okay. Ja. Dann guck mal, ob dich eine Tür speziell anzieht, wo du dieses Thema draufschreibst, was du jetzt heute bearbeiten willst. Wenn du jetzt vor dieser Tür stehst, schreib mal was drauf. Was schreibst du drauf? Wie formulierst du es? Okay, gut. Aha. Bist du bereit, diese Tür zu öffnen? Ja, ich möchte das wissen. Gut, dann öffne sie jetzt. Das ist auch ein ganz dunkler Raum. Gut, auch links neben der Tür ist wieder ein Lichtschalter. Stell ihn dir vor, du tastest ihn vielleicht und schalt ihn ein. Lichtschalter hast du aber gefühlt, ist er da? Ja. Guck mal, ob du es über Fühlen machen kannst. Wenn du, manchmal ist es ja so ein Kippschalter, manchmal ist es auch so ein Drehschalter. Guck mal, oder hörst du vielleicht Klacken, so die alten Dinger da, die man noch rumdrehen muss. Okay, geh mal so rein. Vielleicht ist es, gehört diese Dunkelheit dazu. Geh mal so rein, spür mal den Boden. Guck, ob du gehen kannst, so wie fest es sich anfühlt, einfach so, was ist im Boden, mit dem Fuß mal ein bisschen bewegen. Es ist kalt und feucht. Okay, kalt und feucht. Es ist sehr niedrig. Niedrig, ja. Weil manchmal muss man in die Dunkelheit reingehen, um dann einfach was zu erkennen, weil das Auge muss sich erst dran gewöhnen vielleicht. Guck mal, ob du erkennen kannst, wie niedrig die Decke ist, wie die Wände vielleicht sogar sich anfühlen, kannst aber fühlen. Dein Grundlebensgefühl, also wie geht's dir, wenn du jetzt dort bist?
bisschen Angst. Ja. Okay. Dann fragen wir als allererstes den Raum. Was soll das? Ich meine, was, welche Botschaft hast du für mich oder was willst du mir damit sagen? Also frag ihn mal, guck mal, was zurückkommt. Keine Stimme. Das tropft von der Decke. Okay. Dann schicke ich dir jetzt einen Boden vorbei. Guck mal, wer da kommt. Wissen, wir wollen rausfinden, warum du immer eben umkippst, feiern und so weiter. Wenn er da was weiß, dann soll er jetzt mal vorgehen und dir was zeigen, was wichtig ist. Er geht jetzt vor und ich gehe direkt hinterher. Okay. Das ist ein langer Gang wieder. Ja, ist okay. Es kann nämlich auch sein, du kommst in irgendeiner Zeit raus, keine Ahnung, irgendeine Kindheit oder wo auch immer du rauskommst. Das kann alles auch ganz unlogisch sein, was jetzt passiert. Guck aber nochmal, wo du hinkommst und wo du bist plötzlich. Wir sind mal wieder im großen Raum. Ja. Der ist aber heller. Ja. Und nicht so kalt und so feucht. Ja. Dann schau dich mal in diesem Raum um und sag mir mal, was ist da so auffällig oder was ist anders, was nimmst du wahr? Oder frag ihn mal, was willst du mir zeigen? Was willst du mir denn hier zeigen? Ist größer wie vorhin. Vor allem weniger Teller. Und auch wesentlich wärmer. Ja. Mhm. Aber sonst leer. Ja. Zweiter Raum, der leer ist. Gut. Frag diesen Raum jetzt mal. Was soll das? Warum bin ich jetzt hier? Was willst du mir sagen damit? Was ist deine Botschaft? Sowas. Also nimm nur deine Worte und frag mal. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ist der andere Bote noch da? Ja. Mhm. Dann fragt jemand, was soll denn das hier? Ich meine, du führst mich hierher, der Raum sagt nichts, was soll ich hier? Also, machen mal so ein bisschen, fordern mal so ein bisschen ein, ist okay. Was soll ich jetzt hier in diesem Raum? Ja. Warum hast du mich hierher geführt? Genau. Das ist wie eine Lampe, die überblitzt. Warum? Aber ständig jetzt. Ständig. Guter Sprech, die Lampe. Nein. Nee. Dann musst du jetzt dein Anliegen noch mal ein bisschen deutlicher formulieren. Also musst du dem Raum sagen. Weißt du was? Also ich nehme jetzt mal meine Worte. Weißt du was? Ich falle immer um auf Feiern. Ich gehe deshalb schon gar nicht mehr gerne weg. Und das ist nicht schön, aber so zack, bewusstlos zu sein. Und ich bin auf der Suche, warum das so ist. Und dieser Bote da, der hat mich hierher geführt. Und der Raum, du Raum, sollst mir jetzt irgendwas dazu sagen. Also du bist nie einfordern. Mach das mal. So, wir müssen ihn hier reinlegen. Wenn du bist jetzt in deinem Unterbewusstsein, das soll jetzt mal rausrücken. Ne? Weil das schmeißt dich ja immer um. Jetzt ist hier genau, warum ich immer umkippe. Ja. Ich habe überhaupt keine Lust mehr, wegzugehen. Zu gehen. Ja. Die Leute gucken immer und meinen, ich hätte gesoffen. Ja. Mir wird das ganz warm. Alles mal. Gut, ich gebe dem Unterbewusstsein nur noch zusätzliche Anweisung. Wenn er irgendjemand jetzt helfen kann bei der Aufklärung, dass er dir was zeigen kann, dann soll er jetzt mal auftauchen. Guck mal, wer zur Tür reinkommt. Das ist mein Vater. Vati, hilf mir doch, das rauszukriegen, warum ich jemanden umkippe. Ja. Wenn du was weißt, sag es mir. Er lächelt mich an. Doch nicht immer. Okay. Wie ist das für dich? Dein Papa nimmt dich in den Arm. Schön. Zeig mir doch mal. Warte, du fährst persönlich. Ich freue mich, dass du mich jetzt in den Arm nimmst. Ja. Guck mal, wie alt ist dein Papa oder wie alt bist du, wenn der
mehr so alt ist, wie er jetzt ist. Der ist 50. Okay. Ich bin ein junger Mann. Ja. Ist das quasi so vor deinen Anfällen, so eine Zeit vor den Anfällen? Oder wann fing das an mit diesen Anfällen mit dem Umgewicht? Das fing später an. Das fing später an. Wir sind quasi jetzt vor der Zeit. Ja, ja, sehr schön. Trotzdem mal, warum ist er jetzt aufgetaucht? Was hat er für einen Grund oder eine Absicht? Will er dir einfach nur helfen und weiß aber nicht so genau wie? Bleib ein bisschen verwickelt, jemand so ein bisschen irgendwie ins Gespräch. Warum ist er jetzt da? Oder kennt er jemanden, der was weiß? Warum ist er jetzt da? Weißt du, wer mir da helfen kann? Ja. Er weiß auch keiner. Jemand, der was weiß? Nein. Kennst du denn jemanden, der was weiß und mir helfen kann? Er weiß es nicht. Okay, gut. Dann kommen wir so nicht weiter auf diese Symbolebene hier. Oder willst du dir denn helfen? Du kannst aber auch mal direkt in so eine Situation gehen, weil da ist ja dann passiert. Erinnere dich nochmal, geh nochmal auf irgendeine Feier, wo es vielleicht zum ersten Mal aufgetaucht ist. Sei nochmal dort, geh in das Gedächtnisbild und beschreib mir mal, was da so ist. Was ist denn da jetzt so? Was geschieht da? Es sind viele fröhliche Leute. Ja. Mir geht es aber nicht sehr gut. Aber es ist relativ warm. Wie alt bist du ungefähr, wenn du jetzt dort bist auf dieser Feier? 30, 35. Okay. Ich bin froh und glücklich, dass ich so viele glückliche Menschen um mir habe. Bei mir ist die Luft zu schlecht. Ich bin so ein hässlicher Mensch. Ja, ist okay, wunderbar. Genau, wie so ein hässlicher Mensch. Ist ja auch was Hässliches, was der macht mit dir. Genau. So, und jetzt hast du ihn gegenüber, dieser hässliche Mensch. Und jetzt frag den Typ doch mal, wieso schmeißt du mich hier um? Wieso soll ich hier in Ohnmacht fallen? Also geh mit dem in den Dialog. Jetzt haben wir ja irgendwas gegenüber. Darum geht es mir. Dann lach dich aus. Dann lach dich aus. Das wollte ich haben. Genau. Auslachen ist es. Also irgendeine Energie ist es, die dich auslacht. Frag immer, was das soll. Hat er eine Schadenfreude? Findet das toll, wenn du jetzt so klein und winzlig bist oder was auch immer? Findest du das gut? Dass du mich hier immer umkippen lässt? Wir müssen ja die Energie irgendwie so qualifizieren, damit wir dem Gegenüber. Irgendeine Energie ist ja zu wenig, zu unfassbar. Es erinnert ihn ja irgendwas. Freut sich, dass es immer wieder schafft. Ja, ne? Gell? Er hat so was Schadenfreudiges. Er ist so ein Fiesling, so ein Arschloch, so richtig. Genau. Und guck mal, an wen er dich erinnert. Ich kenne den Menschen nicht. Ne, ist klar, aber wen erinnert er dich? Bring mich mal dahin, wo du entstanden bist. Gib ihm einen Auftrag. Firma? Gut. Genau. Guck mal, wo er dich hinführt in deiner Firma. Bei uns in der Werkstatt. Ja. Ja, lacht. Ich kenne den. Ja, ja, ne? Das muss eine Assoziation sein. Mit wem sieht er ähnlich? In welche Situation gehört er dazu? Da hatte ich ja schon in die Werkstatt geführt. Guck mal, geh mal auf der Zeitachse hoch und runter von mir aus. Ja, rückwärts meine ich. Und guck mal, was ist da passiert, was so Ähnlichkeit hat. Es ist ja sowas wie, er gibt dir ja einen Hinweis. Beschreib mir mal, was du wahrnimmst. Ich habe starke Migräne. Und ich liege auf eine Ware. Aber der ist jetzt weg. Er ist jetzt weg? Ja. Ja klar, nee, hatte ich jetzt so dahin geführt, das war auch. Beschreib mir mal die Situation, die da passiert ist. Du hast starke Migräne und liegst dort in deiner Werkstatt auf der Ware. Ja. Gut, das ist quasi passiert, tatsächlich. Ja, okay. Das heißt also, wir haben jetzt ein Assoziationsbild dazu, zu dem Umkippen. Darum ging es mal, ja? Weil da hatte ich nur starke Migräne. Okay. Naja, hast du die schon öfter? Also, kennst du die oder ist die dort zum ersten Mal so massiv aufgetaucht? Das hatte ich, als ich
junger Mensch. 20 fing das an. Ja. Gut, dann sei jetzt mal 20. Sag mir mal, was da passiert. Wo bist du jetzt? Welche Situation? In meiner Bundeswehr. Sei in dem Gedächtnisbild und beschreib mir, was du wahrnimmst, was du erinnerst, wo du bist. Ich bin in unserem Schlafraum. Wir wollen den Raum streichen. Ja. Aber ich liege auf dem Bett. Ja. Und halt meinen Kopf. Beschreib mir mal, was passiert in deinem Kopf? Sind das Schmerzen oder ist das sowas wie der erste Migräneanfall, wenn du so rückwärts denkst? Der will auseinanderspringen. Der will auseinanderspringen? Du kannst auch als heutiger Mensch hinzugehen und kannst dich mal damals fragen. Oder du kannst dich damals fragen, also diesen Kopf fragen, warum willst du denn auseinanderspringen? Nein. Gut, dann müssen wir auch wieder diese Sprengkraft, diese Power, diese Explosion, die da drin steckt, verbildlichen. Also stell dir vor, das ist jetzt auch wieder etwas als Gegenüber. Stell dir mal vor, weiß ich nicht, vielleicht natürlich so eine Explosion, so ein Powermännchen vielleicht oder so eine Bombe, die gleich platzt oder so. Also mach dir ein Bild darüber, damit wir wieder auf einer anderen Ebene sind, damit wir wieder reden können, damit es wieder weitergeht. Der platzt gleich den Kopf, der fliegt auseinander. Also ich gebe dir jetzt einfach mal vor, das ist eine Bombe. So, kann man sich ja vorstellen, die platzt hier auch. So. Dein Druck ist eine Bombe. Und jetzt fragst du mir die Bombe, wer sie gemacht hat, wo sie herkommt, aus welcher Zeit sie ist, welches Ereignis dazu gehört und sowas. Also irgendwas muss ja da platzen wollen zum Boden. Wir haben tagsüber scharf geschossen. Ja. 36 Raketen abgeschossen. Mhm. Was hast du getan? Also was tust du richtig praktisch, erlebnismäßig? Wo bist du? Was siehst du? Was geschieht? Was hörst du? Schreib mir mal genau die Situation. Ich sitze im Fahrzeug, kontrolliere nochmal alle Daten, ja, und drücke dann auf den Knopf. Ja. Muss ich mir das so vorstellen wie so ein Panzer? Du siehst nichts, du hörst nichts, es ist alles rundum dunkel und dicht und da ist ein Knopf. Ja, das Führerhaus ist gepanzert. Das ist ein großer LKW. Und ist auch ziemlich dunkel, oder? Ganz dunkel. Ganz dunkel? Ah ja, gib mir den Hinweis. Okay. Ja, eigentlich war aber auch ganz dunkel. Wie zum Winkelspiegel gucken. Ja. Was draußen passiert. Ja. Die Raketen fliegen jede halbe Sekunde eine raus. Also richtig Power dahinter, ne? So, ja. Das geht so schnell. Ja. In 18 Sekunden haben alles abgeschossen. Das dauert lange. Ja. Auf die Freigabe. Panzerplatten runter machen können. Ja. Wieder rausfahren dürfen. Ja. Jetzt dürfen wir wieder rausfahren. Okay. Mir geht's auch wirklich gut. Ich war nur erschrocken. Am Anfang. Ja. Dass das so schnell ging. Okay. Ja. Okay, dann nimm das jetzt wieder und geh weiter zurück. Also, an was erinnert dich das? Das ist auch jetzt wieder eine Anweisung an dein Unterbewusstsein. Geh mal die Selbstähnlichkeit. An was erinnert dich das? Mit was ist dieser Schrecken gekoppelt? Oder die Geräusche? Oder das, was da passiert? Geh mal weiter zurück. Welche Bilder gehören noch dazu? Als ob die Bilder wieder mit anderen Bildern assoziativ verknüpft werden. Guck mal, wo bist du plötzlich? Geh nochmal in diesen Schrecken rein, in die Momente, in die Zischgeräusche und da, was da geschieht. Ich bin in dem Fahrzeug noch. Letztendlich haben wir ja zurückgeführt, du bist da irgendwo auf der Feier, sind alles fröhliche Menschen und plötzlich wird es sehr heiß und kippst um. Wenn du umkippst, gibt es eine Erinnerung. Irgendjemand lacht höhnisch. Und das erinnert dich wieder an deinen ersten Migräneanfall. Und das erinnert dich wieder, wie du in der Bundeswehr warst. Und hast einen dicken Kopf, der platzt gleich. Und das erinnert dich wieder, wie du den Panzer drin steckst und schickst Raketen ab. Und das erinnert dich wieder, und sei mal dort. Meine Bundeswehr. Gut, dann hol dein Vorgesetzter bei, frag den mal. An was erinnert mich das jetzt hier? Guck mal, was der sagt. Das will aus uns nur Männer machen. Er will aus euch Männern machen. Dann frag mal diese Wut, so als symbolisch, bist du da entstanden? Ja.
Es kann sein, dass du ganz früher schon mal Wut erlebt hast, die du nicht ausdrücken durftest und jetzt erinnert er dich dran. Kann aber sein, dass die Wut dort an der Stelle entstanden ist. Ja, dann lass es doch mal raus. Ich habe die Befehle nicht ausgeführt. Ich habe die Befehle aufgrund dessen nicht ausgeführt. Sagt ihr das? Ja. Ah, das ist jetzt neu. Was sagt, wieso? Habe ich das nicht verstanden? Habe ich das nicht mitgekriegt? Du hast alles gemacht. Die Raketen sind noch geflogen. Nein, vorher. Vorher. Dann hör mal, was er sagt. Was wirft er dir vor? Ich sollte eine Ausbildung machen. Da habe ich mich gegen geweigert. Er ist wütend. Ja. Genau. Guck mal, wie geht's dir, wenn der so wütend ist? Was passiert in dir? Er gibt dir einen Befehl drüber. Den gleichen. Oh ja. Einen richtigen Befehl drüber. Du bist auch schon schön mutig, wenn du ihn verweigerst. Was passiert in dir, wenn du das hörst? Wie hat sich das angefühlt, den Befehl zu verweigern? Am Anfang fühle ich mich stark. Ja, genau. Aber dann? Ja. Da muss ich ihn ausführen. So, was ist da passiert? Hat er dich nicht klein gekriegt? Was ist da passiert? Beschreib mal genau den Punkt. Ich wäre sonst zum Bau gegangen. Ist sowas wie Willen gebrochen? Erstmal ja. Der Typ, der hässliche da, dieser... Ja, der sich so schadenfreudig freut darüber. Der soll ja jetzt die nächste Szene zeigen, die mit dazu beiträgt, dass du da anschließend im Klo umfällst. Ich habe dir den Befehl ausgeführt, den ich vorhin verweigert habe. Ja. Aber nach einer kurzen Zeit brauche ich das nicht mehr machen. Was passiert? Der Befehl wird zurückgenommen. Da geht es mir sehr gut. Der zeigt mir, dass ich im Bett liege und eine Hand um den Kopf halte. Ja, das ist prima. Also die Situation, die er dir zeigt, also ist prima, dass er dir die Situation zeigt. Sag mir mal, welche Situation ist das? Beschreiben Sie mir mal. Wie alt bist du? Wo bist du? Ich habe einen Betriebsunfall gehabt. Gut, dann sei ein Betriebsunfall. Nochmal bitte, du bist umgekippt? Ich bin umgekippt und habe einen Gehirnerschütterung. Okay. Das ist auch schon ein ziemlich dicker Aspekt, ne, der irgendwie damit zusammenhängt, dass du später auch umkippst und dann weg bist. Jetzt bist du in einer Gehirnerschütterung, wo du als... Wie alt bist du dort? 18. 18. Also du bist mit 18 umgefallen, hast du Gehirnerschütterung. Und das ist auch eine sehr, sehr selbstähnliche Assoziation. Dann kipp jetzt nochmal um, mach auch wieder denselben Aspekt. Während des Umkippens frierst du den Film ein. Ich will wissen, was du in dem Moment gedacht hast, was du gefühlt hast, was du wahrgenommen hast, was ist der Grund, dass du umkippst. Ich bin da abgerutscht von der Maschine. Okay. Ja, also ganz mechanisch, einfach irgendwas falsch gemacht, komisch aufgedappt mit dem Fuß. Ja, abgerutscht von der Maschine runter. Gut, bevor du fällst, sag mal, was denkst du? Was passiert? Was passiert in dir? Welches Gefühl ist da? Ich habe Angst, dass ich gegen die andere Maschine schlage. Könnte mir den Kopf aufschlagen. Nein, das ging so schnell. Mir ist klar. Ich will mich festhalten. Du willst dich festhalten, ist klar. Und du hast Angst, du haust auf die Maschine an, um? Muss das jetzt sein, dass ich da runterfalle? Und Schmerz spüre ich. Schmerz spürst du schon? Während des Falls? Nein, ich bin schon. Bist schon. Gut, dann lassen wir diesen komischen Typ wieder da sein, der so hässlich ist und der gelacht hat von der Schadenfreude. Und fragen wir ihn, ist das auch eine Situation, die dazugehört? Guck mal, wenn er nickt oder schüttelt. Ja, der nickt. Der nickt. Gut, haben wir zwei Situationen. Der eine bei der Bundeswehr, die Raketen dazwischen. Der zweite, wo du den Befehl zur Weigerung machst. Das ist wieder eine dritte Situation. Drei Situationen schon. Gut, das reicht natürlich wahrscheinlich noch nicht aus. Der soll der weitere Situation zeigen. Ich bin ein Junge. Ja. Mein Bruder kriegt Schläge. Du kriegst Schläge? Mein Bruder. Dein Bruder kriegt Schläge? Ja. Ich sehe das durch ein Fenster. Ja, okay. Das tut weh. Das tut weh, obwohl dein Bruder sie kriegt? Ja. Was tut dir da weh? Schreib mir mal. Wäre wenig wert. Dass
der sich nicht. Oh ja. Nachbarn, ja. Naja. Okay, ah, ja, okay. Ich laufe aber hin und helfe. Du gehst, läufst hin und willst ihm helfen? Ja. Ja, okay. Geht's? Kannst du ihm helfen oder was passiert? Hier, ich habe ihm geholfen. Okay. Aber dafür kriege ich jetzt die Schläge. Gut. Was bleibt bei dir hängen? Toll, gut gemacht oder scheiße, in Zukunft helfe ich nicht, weil ich kriege ja nur die Schläge. Also was passiert in dir als Ergebnis? Nein, das habe ich gut gemacht. Ah ja, okay. Also bist du stolz auf dich? Ja. Gut, super. Ja, trotzdem hat es irgendwie offensichtlich damit zu tun. Fragen wir den Mann auch wieder mit diesem hässlichen Gesicht, der Typ da. Gucken wir, ob der nickt oder den Kopf schüttelt, ob die Situation dazu gehört. Ja, er nickt. Er nickt, gut. Ist nur noch eine Bestätigung. Gut, dann bitte ihn die nächste zu zeigen. Das können ja einige sein. Jetzt hätte ich aber gerne auch gewusst, wieso ist er so hämisch am Lachen? Wieso freut er sich darüber? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen komisch. Er ist ja ganz kooperativ, er zeigt ja alles, aber irgendwie freut er sich hämisch. Frag ihn doch mal sowas direkt. Warum freust du dich denn darüber? Ja, weil du immerhin gibst du dann immer um, das ist ja auch nicht besonders schön. Warum okay. Ja. Er macht das, was man weiß. Bitte? Helfen, dass das dann dabei ist. Genau. Und nicht drüber lachen. Genau. Sag ihm das. Hilf mir doch. Ja. Das wissen die noch, was passiert. Ja. Dass es endlich vorbei ist. Ja. Guck mal, wie er reagiert. Jetzt lacht er nicht mehr. Jetzt lacht er nicht mehr? Ja. Da hast du irgendwas getroffen jetzt in ihm. Ich würde gerne mal auf die schnelle Folge das nochmal machen. Du gehst jetzt mal kurz in jede Situation und veränderst sie. Ich will nur mal überprüfen damit, ob wir damit das Ergebnis verändern können, weil dann hätten wir den richtigen Zusammenhang etwa gefunden. Geh doch nochmal als Heutiger, als Großer, dahin, wo dein Bruder da verprügelt wird und schalte da mal ein. Da kriegst du wenigstens keine Prügel. Schalte mal ein. Und du damals auch. Verdreschen mal. Oder mach mal ein Glas oder sag uns aufhören mit dem Scheiß. Du hast später irgendwelche Anfälle wegen dem Blödsinn, der da läuft. Oder irgendwelche Zusammenhänge gibt es. Bitte? Ich packe am Kragen und ziehe ihn weg. Ja. Guck mal, wie ist denn das? Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich gut an. Ja. Das ist eine Firma, wie von einer Maschine rutscht. Ja, genau. Jetzt machst du irgendwas anderes. Also lass dich ruhig abrutschen. Guck mal, ob du das hinkriegst. Halt doch mal den Film an. Und dann polsterst du alles mit Kissen aus, sodass du einfach weich fällst. Oder findest du einen Halt irgendwo? Ja, egal was diesmal machst, denk dir nur irgendwas aus, das sieht doch sonst sich verändern. Wir wollen in der Summe der Veränderung feststellen, ob das Ergebnis noch passiert. Gucken, ob es geht. Ich kann mich hier an der Klappe festhalten. Okay. Sehr gut. Okay, guck dir mal die anderen, wie gucken die denn? Weil die müssen immer die ganze Sanitäter mehr holen und nichts mehr. Ich gucke immer erschrocken. Gucken wir schon. Oh, mach mal eine kleine Feier. Wir können hier ein bisschen verrückte Zeiten machen, dann wirkt es noch ein bisschen intensiver. Immerhin kriegst du keinen Unfall, wo du richtig vor Schock abtransportiert wirst. Immerhin fällst du nicht in Ohnmacht, ist ja schon was. Gut, dann geh wieder in die nächste Situation. Ja. Ja, welche ist es? Welche taucht auf? Ja, genau. Und jetzt machst du aber nicht. Sag dir mal, was für ein Arsch er ist oder was er war. Nutz mal die Chance. Du bist doch ein Arschloch. Die Leute so auszuholen. Ganz genau. Weil er eine Macht ist. Weißt du was? Du solltest den jetzt mal Kniebeugen machen lassen. Das dürfen wir jetzt. Pass mal, ich gebe dir mal so ein Ding. Genau. Jetzt lässt du deinen Chef mal Kniebeugen machen bei der Bundeswehr. Setz dich ruhig mal auf. Mach das mal. Das ist höchstens das beste Mittel, was es gibt. Genau. Stell dir dir vor, dein Chef vor dir. Oberstleutnant, Unterleutnant und die HP, was war denn? Leutnant. Wie der Leutnant? Alarm hier nur. Ah ja. Jetzt macht er. Runter. Ja, runter. Oh. Ja, oh. Jawohl. 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 Genau, wo ist das? Das ist gut. Das ist gut, ne? Sag's ihm. Das tut gut. Genieß mal die Rache, süß. Eben. Mach alles, was du willst mit dem. Pumpen, Kalender. Ja. Da muss eine Stellung gehen. Ja. Das Ding der, du gehst jetzt zur Einstellung. Und jetzt Stellung. Ja.
weil wir wissen, wie das ist, was er immer dafür Befehle anrichtet. Du dachtest, würde ich jetzt was Albernes machen? Du dachtest, ich freue, dass wir Kameraden dabei holen, der dürft jetzt auch einen Taubgelag machen. Guck mal, was du Lust hast. So richtig schön, weißt du? Muss ja nicht so ernst sein. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht genauso sein wie der. Ah, dann sag ihm das. Sag ihm das. Genau. Ja, sehr gut. So ein Arsch wie du will ich nicht machen. Sein soll. So ein Arsch wie du wollte ich nicht sein. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie zu liegen. Ja. Dann gehen wir nochmal in eine Situation zurück. Das war, glaube ich, die mit den Raketen oder so, wo ich schon erschrocken hatte. Dann sei nochmal dort und guck mal. Ob der Kopf, vielleicht bleibt der Kopf ja jetzt schon gar nicht mehr, weil das hat sich ja schon verändert. Spür's mal, wenn du da so liegst. Ich brauche das Handtuch nicht mehr. Ah ja. So ein bisschen wie Druck ist schon draußen. Oh ja, das Gefühl. Ja. Das Handtuch brauche ich nicht mehr. Okay. Das heißt, die Migräne zwingt dich nicht mehr, nicht flach zu liegen. Nein, das brauche ich nicht mehr. Nicht mehr, ne? Gut. Dann mach das tatsächlich auch mal symbolisch, dann steh doch mal auf und guck mal, ob dein Kopf frei ist. Ja. Jetzt gehst du nochmal in die Situation mit dem Panzer, wo diese Raketen so fliegen. Ja. Gut. Lässt du nochmal bewusst dich erinnern. Guck mal, ob es ein bisschen ohne Schock geht, weil du kennst es ja. Es geht ja nur darum, dass wir jetzt diese Verbindungen alle nochmal durchlaufen. Guck mal, was du dir einfallen lassen würdest, was du jetzt daraus basteln könntest, die Dinger, die du da abschießt. Panzer schießt jetzt die Panzerraketen, jawohl, die zischen jetzt. Guck mal, was du dir so vorstellen kannst, wie aus diesem Panzer die rausfliegen. Jawohl. Wie ist es jetzt für dich? Nicht mehr schlimm. Nicht mehr schlimm. Gut. Jetzt gehst du wieder auf die Zeitachse rückwärts und bist auf dem Fest. Diese fröhlichen Menschen überall. Ich meine, da wird es halt warm, das ist halt ein Pullover, das ist ja in Ordnung, da gehst du in die frische Luft. Guck mal, was du, wenn du es jetzt so durchspielst, was mit dir passiert. Darum geht es hier. Guck mal, wie dich da bewegst vielleicht. Bitte? Wir bilden ja ganz so warm. Sag's nochmal. Hier wird nicht mehr ganz so warm. Hier wird nicht mehr ganz so warm, ja. Okay. Und jetzt gehst du so wie damals, einfach auf dem Klo, auf der Toilette. Die nur komplett umfällt auf der Toilette. Du gehst jetzt auf die Toilette. Da kommt gar keiner raus. Guck, ob du umfällst oder nicht. Also wenn ich hingucke, ich sehe dich stehen. Mir geht's auch gut jetzt. Wie ist das, wenn du so wahrnimmst, dass du nicht mehr umfällst in der Situation, wo du ja von der Erinnerung umgefallen bist? Das tut gut. Tut gut. Dann lass dich mal auftauchen und sag mal zu dir, dass du das gut gemacht hast. Also red ruhig mit dir und lob dich mal, das finde ich toll. Das hat er echt gut gemacht. Ereignisse, die wir vielleicht auch nur so ein bisschen an der Oberfläche erwischt haben, aber solche Zusammenhänge, weißt du, die verbinden sich im Unterbewusstsein und dann gibt es einen Auslöser, wenn es einmal passiert ist, dann gibt es so Wiederholungen, so das Mechanismus, der so passiert. Ne? Und den können wir eigentlich nur mal aufbrechen, indem wir jetzt so ein paar Sachen finden und verändern. Ne? Wie ist aber dein Grundgefühl? Wie geht's dir jetzt?